Guten Morgen, Hellersdorf. Wir sind heute an einem Fall, wo Bettwanzen hier im Haus verteilt worden sind und werden gleich mit Taylor in einer Wohnung reingehen und gucken, ob es da noch Restbestände gibt. Hey, Taylor. Ja, es geht los. Ja, es geht los. Ihr darf nicht Feuer. So. Such mal, komm. Fein. Bohrt sich tief mit der Nase rein, nicht? Guck mal hier. Hier. So. Fein. Fein. Hey! Seht. Wieder dieselbe Stelle. Fein, such mal. Ja. Ja. So, mal gucken, ob es jetzt klappt mit der Belohnung. So. Fein. Fein, Taylor, such mal, komm. Such. Such. Such mal. Ich versuche mich auch wegzudrehen von der Stelle, die er dann immer, ja, ist immer dieselbe. Fein, fein gemacht, ja, ja, fein, fein. Ja. Naja, ich bin jetzt bei der Kundin raus und bin ein bisschen schockiert. Ich bin davon ausgegangen, dass da nichts ist, aber Taylor hat dreimal da eingeschlagen, an derselben Stelle. Ja, und jetzt folgt die Maßnahme. Taylor, komm jetzt her. Hey, soll das? Los, ab nach unten. Ja. Genau, jetzt habt ihr so ein bisschen die Arbeit gesehen. Und dann schauen wir mal, wenn ich dort die Bekämpfung durchführe, ob ich werde das Bett nochmal auseinandernehmen komplett. Ich muss da noch was finden, aber gut. Bei dem Hund haben wir eigentlich 95%, sagt man, die Bestätigung, ob es Bettwanzen gibt oder nicht. Deswegen vertraue ich da Taylor, dass da tatsächlich was ist. Alles klar. Bis demnächst.